Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei LAT 19 auf der Karte Egmont Thüringen Version 3.0.00. Also nach langer mühevoller Arbeit ist es mir gelungen, die Kühe rüberzuholen auf dieser Karte. Da hier nur ein Stall zur Verfügung ist, habe ich erstmal die anderen Kühe, die Bullen, aus dem anderen Stall bringen müssen, auf Stall 1. Ich werde erstmal die Kühe versorgen, das heißt, ich kaufe erstmal den Grund im Boden. Ne? Dass wir auch den Boden kaufen können. Ich habe mir das Geld für diesen Grundstück und dieses Grundstück gutschreiben müssen, weil das bekam ich nicht verkauft. Hier Hof 1. Den kaufe ich auch mal. Hatte ich vorher nicht gehabt, aber da sind nur Kühe drauf. Ne? So, das wäre mal das. Gekauft. Dann weit mal Richtung Stall. Ich habe ja hier sogar meine Mischvorration noch behalten können. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt hier hinbekomme. Ob ich da reinpasse. Wir haben ja jetzt den neuen Stall. Schönen großen neuen Stall. Ich gebe hier nicht alles rein an Futter, sondern nur ein Teil, weil der globale Markt ist ja ein bisschen weiter weg. Eigentlich sollte der jetzt auch funktionieren, beziehungsweise er wird funktionieren, aber ich muss weit fahren, ne? So, hier kippt nur ungefähr. Ja. So, dass wir erstmal nun soll ich mehr abgeben, ist ja nicht schlecht, ne, wenn ich mehr haben will, aber überstimmt nicht, das ist wartefest. Muss ich mal gucken, was los ist. Warum ich hier gesagt, dass ich nicht schon genug Futter dran habe. 13.000. Das ist komisch. Gut, da geben wir mal Wasser. Stroh, ja, können wir vom globalen Markt holen. Das ist alles kein Problem. Hier ist unser bekannter Wasserdruck und die Vorrichtung für. So. Bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir die Hilfe. Rotieren. Bestätigen. Nein. Ja, bestätigen mal. Das Risiko. So. Anscheinend habe ich was gekauft. Bockt. Aber es funktioniert trotzdem. Na, hier ist nicht mehr Menü. Alt S. Wasser, ja, füllt sich langsam. Aber Migration ist echt wenig, ne? Wir haben jetzt eher Luzerne. Und Silage, Gras, Klee haben wir auch drin. Vielleicht deswegen. Gut. Das füllt sich langsam. Wir fahren jetzt mal Richtung Hof 1. Was ich noch machen muss. Ah, hier geht's rein und raus. Ja, wahrscheinlich wie im Sommer. Gras, keine Ahnung. Jetzt auch Futter. Ich gebe hier was.
reicht. Ist schon komisch. Gut, Lenkung geht. Dann fahren wir mal Richtung Hof 1. Die Kurse fahren wir später ein, also deshalb muss ich jetzt nicht anfangen. So, hier mal Innenansicht. Das machen wir auch weg. Meine Gerätschaften habe ich eigentlich alle mit rüber genommen, ne? Also die stehen sogar hier noch, wie sie vorher standen, ne? Das ruckelt ein bisschen jetzt hier, das ist der Schalterkirch, der jetzt, ja, hätte ich löschen müssen. Mache ich das nächste Mal. Weil jetzt hier alles anders ist, ne? Also hier ist jetzt komplett, naja, komplett. Ich sag mal, es wurde etwas verändert, ne? Nach und nach wird es auffallen. Ne, die Geräte liegen noch, stehen hier noch rum. Wie gesagt, ja. Einer muss sogar an der Wiese liegen, so ein Teil. Da war ich zu bequem zu. Nicht mehr geschafft. In der Hoffnung, dass es trotzdem noch rübergeht. Wie gesagt, die Lage ist leider weg. Ach, ja, gut. Ist aber nicht so ganz so tragisch. Gibt Schlimmeres, ne? Wie gesagt, Mischfutter ist im globalen Markt. Da muss ich hin. Bestellen müssen wir auch. Ach, unser Auto ist hier. Aber wir haben ein bisschen zu kalt. Wir können jetzt immer die Kühe versorgen. Aber dass hier nur so wenig reingeht, ist so ein Ding, ne? Oder muss ich mal nach und nach feststellen, dass ich habe ja im Prinzip im Stall erstmal 10 Kühe gekauft, damit ich genau diesen Stall finden kann. Dann habe ich die 10 Kühe gelöscht in der Item-Datei und habe dann im Prinzip die anderen Kühe aus dem alten Spielstand kopiert und eingefügt. Dann wollte ich die Bullen dazu nehmen, die jetzt drüben an der Stall sind. Ja klar, nachher über einen Mensch. Die Nummern sind doch ganz unterschiedlich dann, ne? Also das kann nicht funktionieren. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann nimmst du halt hier einen zweiten Stall. Da machst du auch 10 Kühe und die löscht du auch wieder und dann machst du halt die 85 dann da rein. So habe ich genau jede Kuh, die ich drüben hatte auf einer anderen Karte, neu. Ja, hier ist jetzt Frühling. Wir haben den Winterpakt überspielt. Mehr oder weniger. Dafür müssen wir jetzt aber kräftig bestellen. Also sobald hier die Temperaturen ein bisschen steigen, geht das los. Wir haben jetzt hier einige neue Fabriken, die ich dann euch so nach und nach auch vorstellen werde. Düngerfabrik ist das erste, was wir mehr oder weniger in Gang bringen werden. Die können wir gebrauchen. Ansonsten haben wir ja einen globalen Markt, Dünger und Saatgut drin. Da können wir uns jetzt entsprechend holen. Da werden wir uns die Felder kaufen, die wir vorher hatten. Genau wie gleich. Gut, hier den Hof hatten wir ja vorher nicht. Aber ich habe ja insgeheim auch noch ein bisschen vor, hier mit Rüben zu gestalten. Ne? Zwiebel gibt es ja jetzt auch hier neuerdings. Das kann man gut dann hier noch unterbringen. Ne? Und meine Barken hier auch noch rumliegen. Oh, die sind zum Glück weg. Ha, habe ich Glück. Aber ein Förderband ist hier. Halt, stopp, hier ist was anderes. Hier ist schon die erste Änderung. Hier war früher eine Wiese. Und da ist was. Was genau weiß ich nicht. Aber wir wollen mal die Kühe versorgen. Das ist ganz wichtig, dass die immer ihr Futter und Wasser kriegen. Ne? Und dann können wir auch auf 5 stellen die Geschwindigkeit. Aber die Kühe müssen noch versorgt werden. Da muss ich ein bisschen Auge behalten, dass die nicht mehr sterben. Ne? So, wo kann ich jetzt hier füttern? Im Stall sicherlich. Mal natürlich auch machen. Hier ist bestimmt der Punkt, wo man die Kühe kaufen kann. Und hier ist der Gang, wo man füttern kann. Ne? Da geht er zu. Ja, hier kann man hier reinfahren. Und hier ist auch so ein Trigger angezeichnet. Da finde ich mir gut. Ob das viel Arbeit machen würde, da reinzuschreiben, Mischfutter oder so, keine Ahnung. Wäre aber oft hilfreich, ne? Aber wird schon funktionieren. So, hier ist die Gülle. Diese Karte ist ja für alles ready, kann man sagen, was es neu gibt, ne? Hier mit dem Schlauchsystem,
Zum Beispiel mit dem mit Mais Plus, wie das Ding heißt. In meinem Mais Plus werde ich erstmal nicht anfangen. Ob ich das dann später mal machen werde, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Ich halte es mal für möglich, ne? So, hier am besten ein bisschen anders fahren und dann von oben reinfahren. Muss ein bisschen umbauen und die Traktoren starten jetzt wieder automatisch. Das mache ich also eigentlich nicht. Ich ziehe eigentlich vor, das selber starten zu können, ne? Kann man hier wenden? Ja, sicherlich hier vorne irgendwo. Da ist Wasser, das ist gut, das passt gerade. Hat auch gleich. Aber richtig diesmal. Obwohl die Kühe werde ich mir, hier sind einige Kühe bei, die werde ich mir rüberholen, sag mal so, ne? Aber ich werde erstmal hier erstmal hinstellen. Ja, jetzt blicke ich ihn auch nicht durch. Bestätigen, verschieben, auswählen. Ah, hier, auswählen. Ja. So ist das, ne? Verschieben, rotieren. Was optisch da reinpasst, dann ist es gut. Gut. Passt. So, hier Vorsicht, Strom. So. Wasser kriegen sie schon mal. Das sollen ja meine Bullen sein. Teilweise. Es sind auch teilweise Kühe mit bei. Habe ich ein bisschen. Beim Umsteigen glaube ich ein bisschen verschoben oder verkehrt gemacht. Aber ist egal. Hauptsächlich habe ich meine Tiere hier. Auf der Karte. Das war mir sehr wichtig, die Tiere. Die Fahrzeuge auch, aber die Tiere waren ganz wichtig, weil Fahrzeuge kannst du sofort mal kaufen. Und bist sofort dabei. Aber die Kühe kannst du auch kaufen, ja sicherlich. Aber wie gesagt, es geht ja bei Seasons um Milch. Um Milch, ne? Und Kühe müssen ja mal Kälber bringen. Und heißt, jetzt haben wir Frühling. Jetzt hätten die frühestens im Winterprinzip die Milch gebracht, ne? Und so habe ich es nämlich gleich, mehr oder weniger. Ein bisschen mich ja verschenkt. Ja, aber gut, ein bisschen Verlust ist immer dabei, ne? Ich war auch schon kurz drauf daran, auf diese 85 Tiere zu verzichten. Aber im Nachhinein haben wir eingefahren. Mensch, da sind noch mehrere Ställe. Musste halt daran versuchen, ne? Und hat geklappt, zum Glück. Und wie gesagt, wenn nicht geklappt hätte, ja gut. 85 Tiere, die allermeisten sind doch am Bullen. Wäre nicht so schlimm gewesen. Dann wäre das ja schmerzlich, aber das hätte man ausgleichen können, ne? Zur Not. Hier geht nichts abzukippen. Warum nicht? Doch hier. Und was es hier reingeht, ne? Auch nicht viel. Oder sind nur die 10 Tiere gemerkt? Das kann natürlich sein. Achso, ja gut. Das kann natürlich sein, dass es hier so eingestellt ist, dass es hier im Prinzip nur für die 10 Tiere berechnet wird. Hier sind es ja 13.000 und da sind es nur 3.000. Wasser, da geht gerade, also Wasser geht mal viel rein. Gut. Nicht fruchtbar, das ist klar, das sind die Kälber. Und 80%. Und da geht Wasser auch gerade in die Richtung. Okay.
Dann schauen wir, dass wir im Grunde eine Strecke einfahren, hier so im globalen Markt. Der ist ja nun hier fest verbaut, ne? Den erkennt man auch so nicht wieder. Wenn man so anschaut. Hier wird sicherlich dieses Saatgut rauskommen und Dünger. Das wird hier der Getreide-AG trotzdem noch sein, denke ich mal. Nee, globaler Markt. Und hier? Globaler Markt. Also hier können wir verkaufen, ne? Vielleicht ist hier auch Stroh. Globaler Markt. Wo kann man jetzt theoretisch die Milch und Wasser holen? Und na, Wasser, ja Quatsch. Ja, Dünger. Auch globaler Markt? Auch globaler Markt. Ist alles globaler Markt, wie es aussieht. Gut, das wäre nicht so schlimm. So, was brauchen wir ganz wichtig? Wir brauchen im Grunde das Mischfutter am Hof. Das heißt, hier fahrt erstmal die Strecke ab. Ne? So, das Auto ist hier vorne. So, die Kühe haben erstmal Wasser. Die Kühe. So, die Zeit achten. So, liebe Schauer, das wär's für die heutige Folge mit der V-Bund 3. Und ich fahre mal jetzt nachher die Route ein für den globalen Markt. Machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, dass wir nachher irgendwie, muss man sehen, mit der Kühe, mit der Aussaat beginnen. Ne? Sag mal tschüss und ciao. Wir freuen über einen Daumen hoch oder auf ein Like halt. Ne? Und nett wäre ein Kommentar, wäre schön, würde mir da ein bisschen helfen, den Kanal ein bisschen zu verbreitern, mehr Vorschläge, mehr, ich sag mal so, Zuschauer. Also, tschüss, ciao, bis dann, bis morgen und tschüss.